Jo, einen wunderschönen guten Hallo. Thema Community Server. Ich nenne das Ganze jetzt hier mal Community Server 2.0, würde ich sagen. Ja. Der erste Anlauf war ja anfangs ganz okay, hat sich dann aber eher zum Negativen entwickelt. Was zum einen daran lag, dass viele Leute nicht mit dem aktiven oder aggressiven PvP von anderen Spielern gerechnet haben und teilweise mit der Situation einfach überfordert waren, dass sie von vornherein angegriffen wurden. Gut, da kann ich jetzt nicht viel dran ändern. Es war, wie gesagt, nur mal ein PvP-Server. Man kann natürlich sagen, okay, man hätte vielleicht nicht direkt immer auf jeden draufgehen müssen, was ich auch verstehe. Ich habe auch von Fällen gehört, dass Leute wohl bewusst versucht haben, andere Leute klein zu halten. Ob das so ganz richtig ist, weiß ich nicht. Ich habe es dann halt nur mir sagen lassen, ne? Also ich war ja auch nicht die ganze Zeit auf dem Server. Und ja, die ORP hat wohl nicht vernünftig funktioniert. Wer hätte das gedacht? Hahaha. Ja, deswegen bin ich zu folgendem Entschluss gekommen. Ich werde den Server wipen, wurde ja schon vor ein paar Tagen angekündigt, auf dem Server selbst, wer mal drauf war, hat es gesehen. Und habe mir das aber so gedacht, ich werde euch involvieren. Und zwar so, dass ihr wichtige Aspekte mitentscheiden könnt. Und zwar geht es darum um die Map, die Raten, PvP und Flugtiere an oder aus. So, das sind so die Punkte, die ihr mitentscheiden könnt. Was heißt mitentscheiden? Das ist eigentlich mit das Gröbste, aber egal. Also steht dann im Prinzip für euch zur Auswahl bei den Maps Island, Center oder Scorched Earth. Dann bei den Raten gibt es nur zwei Optionen, entweder hoch oder niedrig. Niedrig wäre XP 2, Farm 3, Tame 4 und hoch wäre XP 10, Farm 15, Tame 20. Dann gibt es die Möglichkeit PvP, PvE oder einen Tag PvE und danach PvP. Dann noch als letztes ganz einfache Sache, Flugtiere, ja oder nein. Das letzte Mal waren sie aktiviert, den einen hat es gefallen, den anderen nicht. Müssen wir dann gucken, was draus wird. Wir benutzen diesmal die spieleigene ORP, allerdings kommt deswegen auch die Regel hinzu, dass das Zubauen von Höhlen bzw. Gates setzen vor Höhlen oder vor anderen Farmspots verboten ist. Also das systematische Einbauen von bestimmten Stellen, wo nicht eure Base ist, nur damit jemand anders nicht dahin kommt, wenn ihr offline seid. Und wenn ich das sehe, dann werde ich das halt einfach abreißen. Beziehungsweise ich werde die Person dann, wenn sofern sie da ist, noch kontaktieren, aber dann weg. Gut, jetzt ist natürlich nur noch die Frage, wie stimmt ihr ab? Und das habe ich mir ganz einfach überlegt. Ich habe den ganzen Antworten einfach Buchstaben zugeteilt. Und eigentlich ist das System selbsterklärend, aber mal als kleines Beispiel. Wenn ihr wollen würdet, dass wir Island spielen, mit hohen Raten, PvP aktiviert und mit Flugdinos, dann schreibt ihr einfach in die Kommentare A, 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 alles zusammen. Wenn ihr meinetwegen wollt, dass wir Center spielen, mit niedrigen Raten, nur PvE und ohne Flugdinos, wäre das Ganze B, 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 B. So, und dem Muss danach kann man dann natürlich variieren, wie es halt einem gefällt. Es würde natürlich auch Scorched Earth mit niedrigen Raten und einen Tag PvE, danach PvP gehen. Wie sähe das Ganze dann aus? C, B, C. Flugtiere wären wahrscheinlich an, weil es ist halt Scorched Earth, also noch ein A hinten dran. Gut, ich denke, das bekommt jeder hin, der Interesse hat, auf dem Community-Server zu spielen und den natürlich auch ein bisschen zu beeinflussen. Was gibt's noch großartig zu sagen? Abstimmen könnt ihr bis zum 28.10. um 12 Uhr. Danach muss ich die ganzen Ergebnisse ja noch auswerten, dementsprechend den Server einstellen und um 16 Uhr wird er dann eröffnet. Okay, ich glaube, damit hätte ich alles gesagt. Wenn noch jemand Fragen hat, einfach in die Kommentare schreiben. Ansonsten, ja, fleißig abstimmen.